Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten mit eurem Crunch Cow und FIFA 16 mit dem St. Pauli in der Karriere. Bin noch ein bisschen erregt, nenne ich es jetzt mal, aufgrund des letzten Spiels, wo wir so gut gespielt haben und ich auch sehr zufrieden war mit der Mannschaft. Und da möchte ich einfach mehr von sehen. Klingt komisch, ist aber so. Innenverteidiger, Dropo, Ampem, El Rondo. Und ja, einfach mal gucken, was wir da noch draußen machen können. So, jetzt müssen sie alle mal recht heftiges Training machen, sage ich mal. Okay, einige haben das nicht so gut verkraftet. Wir werden mal gucken, das Spiel gegen Nürnberg ist jetzt schon sehr zeitnah. Ja, wir können tatsächlich aber auch wirklich mal den Heerwagen auch mal wieder ranlassen. Himmelmann hat zwar gut gehalten, aber wir können den Heerwagen hier ruhig mal ranlassen. So, Verhoek würde ich ganz gerne mal mit T tauschen. Bergwin, dafür würde ich gleich Meier kommen lassen und für Green teile ich Eliunussi ein. Für Sobiech würde ich ganz gerne mal Gonta reinholen und Schatkowski für Sobota. Dann haben wir nämlich mal ein bisschen durchgewechselt. Weiß nicht, ob wir damit bestehen werden gegen Nürnberg. Nürnberg ist ein harter Gegner, meiner Meinung nach. Ja, die haben was Weißes. Was Weißes ist besser. Wir kommen mit der offensiven, also wir kommen mit dieser Aufstellung, mit dieser Variante, dass wir die ein bisschen weiter nach rechts gestellt haben und links gestellt haben, die Mittelfeldspieler, kommen wir ganz gut klar. Aber na ja, egal. Irgendwann kriege ich auch mal Freistöße hin. Ah, es schneit schon wieder. Auch hier werden wir offensiv vorgehen. Und Schuss. Schönes Ding von T ausgepackt. Auch schön durchgesetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Stack ist mal wieder nichts geworden. Das wäre aber auch nicht zu krass jetzt hier. Oh. Nach oben auch gehen mit Eyunussi, der doch auch viel mit nach hinten arbeitet. Oh, wie frech. Aber den hat Herwan. Ist gar kein Problem für ihn. Ich kann's nicht. Ist leider so. Klingt komisch, ist aber so. Na, schade. Da wollten wir ihn am Leben erhalten. Jetzt müssen wir doch mal gucken, wenn wir hier am besten mit denen zu Rande kommen. Nee, Duziak, da spielt man den Ball nicht hin.
Was? Ach komm, das war doch nichts, war das. Erstmal weg. Das habe ich schon gesehen, dass das nichts wird. Dann hauen wir den lieber erstmal raus. Und bauen uns selber nochmal ein bisschen auf hier wieder. Schade. Schade, schade. Mal ein bisschen Druck drauf machen. Ach, komm schon, Herr Wagen. Das kannst du ja wohl besser. Dass du da rausgehst, dann musst du ihn auch haben. Ja, genauso. Nein. Herr Wagen, gut gemacht. Was mache ich denn? Ja, okay. So ist besser. Ah. Ach ja. Oh, einfach umgerannt. Müsste aber Ecke geben. Einwurf. Ecke. Okay. Mein Gott, stellen wir uns hier wieder an, wie die Menschen. Die ersten Menschen, um genau zu sein. Oh Gott, da wäre ich doch fast drangekommen, wenn er nicht drangekommen wäre. Klingt logisch, ist aber so. Das, oh, war das? Oh, das war wirklich eine Chance. Und, oh. Na, oh, ey. Ich raste aus. Es läuft gut. Kann man nicht anders sagen. Es läuft wirklich ganz gut. Aber auch hier fehlt uns immer wieder irgendwo der letzte Pass. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier machen, wie wir jetzt hier vorgehen. Ja. Nein, Erik! Oh. Oh. 0:1 für Nürnberg. Hey, ich ärgere mich jetzt so maßlos. Da springt er den
an den Arm. Und das gibt dann Elfmeter. Gut, wir hatten jetzt auch schon mal häufiger in der Saison ja Glück gehabt, dass wir auch so einen Ball bekommen haben. Ja, wir spielen lieber nur offensiv. Ich habe ein bisschen Sorge. Ja, Nerich, du warst das. Das ist genau dein Stil. Ach komm, da kannst du den Ball doch wohl klarer spielen, oder nicht? Ach, verdammt, wir kommen immer einen Schritt zu spät, habe ich so ein Gefühl. Da wurde gezogen und gezerrt. Da sagt der Schiedsrichter nichts. Und Ecke. Ecke für Nürnberg. 5:1 Eckbälle. Die hatten wir alle da in der ersten Halbzeit. War das jetzt für uns? Ja, so wie es aussieht. Und schade. Noch wieder Ecke für uns. Was war das? Abseits? Oh, von da war es abseits. Ja, sicherlich. Leute, ihr müsst euch ein bisschen mehr das Ganze hier schon unter Druck setzen jetzt auch, weil es ist einfach mal so, dass wir hier nicht mehr viel Zeit haben. Klingt komisch, ist aber so. Nein, das war wieder nix. Nach. So, Gaudino ist fertig. Für ihn kommt Sobota. Ruppe Ampem ist ein bisschen durch. Für ihn Kempen und Green. Kommt für Elionussi. Verhoek ist zwar auch ein bisschen durch, aber das geht noch. Oh. Hat er gezogen. Besser ist das, ey. Und Green! Jawohl! Drin! Da haben wir uns durchkombiniert. Und das gar nicht mal schlecht. Auch ein bisschen abgewartet. Gesehen, angenommen, abgeschlossen. Green, der unser Joker, ist gerade erst reingekommen. Und hat es jetzt gerissen. 1:1. Meine Fresse. Ich finde, das ist eigentlich auch hier wieder eine verdiente Angelegenheit. Ha. Haben wir uns leider ein bisschen vertan. Now, haven't they, Alan? Well, it's going to be a question of attack against defense. I think everybody behind the ball holds on to this position.
So, die verteidigen jetzt schon ziemlich hart. Ah, da ist er hängen geblieben. Ärgerlich. Die scheinen sich hier auf jeden Fall abgefunden zu haben. Nein! Das wäre es doch gewesen, jetzt da durchzukommen. Drei Minuten Nachspielzeit. Und Tü! Und oh! Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit. Und aus. Scheibenkleister. Da hätten wir mehr draus machen können. 1:1 unentschieden. In einer durchaus spannenden Partie. Aber ich finde, das ist zu wenig von dem, was wir hier hätten machen können. Das Potenzial wäre da gewesen. Für noch mehr. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchcore. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.